verkauft mir deinen Job. Ich bin Innenarchitektin, arbeite aber nicht klassisch als Innenarchitektin, sondern ich bin sozusagen Hausinnenarchitektin für Privatschule. Ich bin eigentlich zuständig für sämtliche Lernhäuser, wenn es um Sachen geht, die mit Gestaltung zu tun haben. Was genau ist ein Lernhaus? Ein Lernhaus ist eigentlich eine Schule. Das heisst, du arbeitest mit Schulen zusammen, wo es um Gestaltung geht. Genau, also ich bin eigentlich verantwortlich dafür, dass die gestaltete Umgebung auch effektiv gestaltet wird und mit dem Bewusstsein, dass es einen Impact hat auf wie man etwas lernt. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Lernen und darum gibt es eigentlich auch unterschiedliche Arten oder Räumlichkeiten, die das unterstützen können, dass du am effizientesten kannst lernen. Aber natürlich ist es schon mehr als nur ein Lernort, sondern es geht ja auch darum, Leute zu begegnen, Leute kennenzulernen, spielerisch einen Zugang finden in Materien und eigentlich einfach sich können zu entwickeln. Und ich bin eigentlich einfach unterstützend tätig, um den Schülern die optimalste Umgebung eigentlich zu gestalten. Das klingt wie eine sehr interessante Nische eigentlich. Ja, es ist mega eine Nische. Ich komme aus der klassischen Innenarchitektur, das heisst, ich kann in einem Architekturbüro geschafft, wo wir auch Projekte gemacht haben wie Hotel, Interieur, Restaurant, private Umbauten etc. etc. Und jetzt bin ich wie so ein bisschen in dieser Nische angekommen, durch einen Zufall auch schlussendlich. Und es gefällt mir noch recht, weil es ist ein recht breites Arbeitsfeld und es gibt auch immer für mich Potenzial, um nochmal neue Nischen innerhalb von meiner Nische zu entwickeln. Hast du schon immer gewusst, dass du in die Innenarchitektur willst? Ja, lustigerweise wollte ich das schon immer machen, seit ich ganz klein bin. Seit wie klein? Kindergarten. Ich bin aber jetzt so, dass ich sage, ich würde aber irgendwann gerne als etwas anderes enden. Ich bin noch schon ein bisschen dran, klassische Schienen zu verlassen. Ja, ich habe wie Lust, mehrere Sachen können ausprobieren in meinem Leben. Dass nicht meine Schiene immer schmäler wird, sondern dass eigentlich sich mein Leben immer mehr auftut. Schön, das ist eine schöne Philosophie. Man hat ja auf Englisch «Variety is the spice of life». Hey. Ich will das mega spicy ja, life. Schön. Was liebst du an deinem Job? Im Moment liebe ich, dass ich extrem frei bin. Ich arbeite hier in meinem Atelier in Zürich. Ich habe überhaupt keinen fixen Kalender, ich habe fixe Arbeitszeiten. Ich kann mir meinen Weg auch innerhalb von unserer Firma selber suchen. Und sie sind sehr offen für das. Das heisst, wenn mich etwas interessiert, darf ich dem nachgehen. Darf ich mit den Leuten in Kontakt kommen, die ich will. Und solange ich eine Begeisterung oder Leidenschaft dafür zeige, kann ich das ausleben. Man muss sich immer selber motivieren. Und was findest du sehr herausfordernd am Job? Herausfordernd ist, dass man immer mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat. Und man soll probieren, Sachen nicht, Kritik nicht persönlich zu nehmen. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass Innenarchitektur sehr ein kreativer Job ist. Das stimmt. Es ist aber nicht nur ein kreativer Job. Und ich würde behaupten, jeder Job könnte kreativ sein. Es ist sehr kreativ. Das ist auch das, was ich extrem liebe an diesem Job. Ja, die Beschäftigung mit Farbe, mit Materialität, mit räumlichem Vorstellungsvermögen, Ideen skizzieren. Aber man muss natürlich das auch dann irgendwie in die Realität umsetzen. Und dann wird es sehr technisch und dann wird es auch sehr strukturiert oder im besten Fall strukturiert, sodass es halt dann auch wirklich zu einem Abschluss kommt. Erzähl mir ein bisschen von deinem Alltag. Jeder Tag ist anders und bei mir gibt es auch kein Wochenende. Also manchmal fühlt sich ein Montag an wie ein Samstag und ein Sonntag wie ein Donnerstag. Das ist auch das, was ich schön finde. Ich kann dir sagen, was ich heute mal zum Beispiel gemacht habe. Ich bin um 8:30 aufgewacht. Ich bin zuerst eine halbe Stunde in meinem Bett gelegen und habe irgendwelche Insta-Reels angeschaut und ein bisschen News gelesen. Dann bin ich aufgestanden, zum Abend gemacht. Dann bin ich in ein Café, einen Kaffee geholt, bin da hingekommen, habe angefangen zu installieren. Dann habe ich mal meine Farben ausgepackt. Ich bin gerade an einem Farbkonzept dran an einer Schule. Dann habe ich Recherchen gemacht, die Rechnungen zur Zahlung ausgelöst. Ich habe ein paar Mails gemacht, Call für Robredo für morgen. Dann habe ich gestaubsaugt. Ich habe ein bisschen geputzt im Atelier, bin ich bis zum Mittag geholt und dann bist du gekommen. Erzähl mir, wie viel kann man so durchschnittlich verdienen? Als Innenarchitektin kann ich sagen, bis zu 7,5 im Monat, was ist das? Um die 90'000 im Jahr ist sicher ein sehr gutes Einkommen. Normal ist es so um die 6 bis 7. Und wenn man sich selbstständig macht? Hey, schwierig. Schwierig? Ja, weil es ist abhängig von Projekten, dass du reinholen kannst. Es kann sein, dass es Jahre gibt, die gut laufen und dann gibt es Jahre, die vielleicht nicht so gut laufen. Am Schluss musst du die Balance finden. Kann man wie nicht vergleichen. Ich glaube, es ist grundsätzlich nicht ein mega gut bezahlter Job. Auch nie mega safe. Welchen Rat würdest du einem jungen Menschen geben? Dem nachgehen, was ihn interessiert. Und probieren, vieles, was man gelernt hat, auch irgendwie wieder zu vergessen. Je mehr man irgendwie weiss, desto mehr ist man Kindern, um selber herauszufinden,
oder sich die Welt selber irgendwie erklären oder kreativ werden in einem Findungsprozess. Ein Kind weiss ja auch noch nichts und es ist extrem gewunderig. Die Gewunderung, mich beizubehalten, das Gefühl, muss man manchmal Sachen wieder vergessen, dass man auch wieder offen wird, um Sachen anders interpretieren oder von einer anderen Perspektive her.